Hallo Pfeifenfreunde auf YouTube. Es ist wieder mal soweit, ich will euch die Wachstumsfortschritte von meinem Tabak zeigen. Es ist wieder eine gute Woche vergangen und jetzt hat es einen gewaltigen Schub gegeben. Der Blattlausbefall ist kein Thema mehr, der ist weg. Das andere Problem ist, es ist sehr heiß jetzt und sehr trocken. Der Tabak will die direkte Sonnenbestrahlung eigentlich nicht. Man muss sich intensiv darum kümmern, das heißt gut bewässern, gut düngen, damit er die Blätter nicht hängen lässt und richtig welk wird. Ich zeige euch mal, wie groß die jetzt geworden sind. Unglaublich, ja? Vergleicht die Bilder zum letzten Mal und ihr werdet sehen, wie groß die geworden sind innerhalb von einer Woche. Das heißt natürlich auch, jeden Tag wässern und abends mal kurz besprengen, dass die Blätter auch feucht werden. Die lassen sich nicht abends ziemlich hängen. Aber ich denke, das sieht schon ganz ordentlich aus. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Übrigens, die ich ins Freilaub gesetzt habe, sind völlig mickrig. Eine ist von der Schnecke gefressen worden und der Boden ist anscheinend nicht passend. Also die sind überhaupt nicht gekommen. Und hier heißt es wirklich kräftig düngen, dass sie wachsen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ich finde meinen Ausschalter nicht. Wo ist er denn? Jetzt hat. Nochmal. Ciao.